Freunde, wir müssen dringend über Klamotten reden. Es nimmt langsam Überhand. Ich habe jetzt so einiges gekauft vorher schon. Bei Zara. Drei Hosen. Drei. Ich hätte mir auch zwei kaufen können oder eine. Aber es waren drei. Einfach weil sie gut sitzt und ich mir dachte, die werde ich oft tragen. Warum soll ich sie mir also nicht in mehreren Farben kaufen? Ja, ein Oberteil. Dann hatte ich ja schon erzählt, eine fette Bestellung bei Hasi Mausi, aka Arket, aufgegeben. Und es sind auch ein paar nette Sachen dabei. Und dann war ich heute nochmal bei Taco, weil ich Schlüppis brauchte. Das klingt so doof, aber ich hatte immer noch Schlüppis aus diesem Stoff, der so schön auf der Haut aussieht, der sich aber einfach nicht schön auf der Haut anfühlt, wie ich finde. Und ja, die habe ich jetzt alle gnadenlos ausgemistet und weggeworfen. Jetzt hatte ich aber irgendwie am Ende nur noch 6 oder 7 Schlüppis. Und sagen wir mal so, alle waren sie auch nicht mehr schön. Jetzt habe ich mir bei Tacos ein paar Schlüppis gekauft. Und das T-Shirt, das ich so liebe, diesen Leinenmix, das ich in Schwarz und in Weiß habe, habe ich euch auch schon gezeigt, habe ich mir noch einmal in Weiß gekauft, weil bei Taco war heute alle reduzierten Produkte oder auf alle reduzierten Produkte gibt es nochmal 50% Rabatt. Und dabei ist es natürlich wieder nicht gibt. Ich zeig's euch. Ich zeig euch zuerst die Sachen, die ich heute im Taco mitgenommen habe, weil ich ein geisteskranker Shopaholic bin. Aber der Puffer auf dem Konto ist noch nicht ausgereizt. Aber die Sachen von Hasi, Mausi und Arket sind auch noch nicht mit inkludiert. So, fangen wir mal an. Ich habe mir dieses T-Shirt, das ich ja schon einmal in Schwarz und in Weiß habe. Ich finde es so schön. Es hat einen schönen Ausschnitt. Es ist ein wirklich schönes Material. Halt so ein Leinenmix. Ich schaue mal eben, wie viel von was da drin ist. 57% Viskose, 43% Leinen. Es fühlt sich so schön an auf der Haut. Ich liebe diese Ärmelsystematik, weil ihr seht es, es hat gar keinen echten Ärmel, sondern es ist einfach nur so eine überschnittene Schulter. Und dann weit ausgeschnitten, ist einfach so schön und so luftig. Das habe ich mir nochmal mitgenommen. Das war reduziert auf 9,99 € von 12,99 € und davon halt 50%, 4,99 €. Und das habe ich mir einmal in den Weiß und jetzt, er langsam dreht so richtig durch, die Flottmann, die Melli, die Meloflori und nochmal in Orange. Weil ich mir dachte, mit einer schlichten schwarzen Hose, mega geil. Und die Farbe ist auch schön. Ich habe sie in M mitgenommen. S hat auch gepasst. L ist ein bisschen zu sackig tatsächlich. Aber M ist einfach perfekt. Ehrlich gesagt, ich hätte es auch nochmal in Schwarz mitgenommen, weil das einfach für mich das perfekteste Basic-T-Shirt der Welt ist. Halt Basic im Sinne von ein schwarzes und ein weißes T-Shirt sollte jeder zu Hause haben. Aber die sind halt auch jetzt im Sommer so schön luftig, weil die nicht so eng im Körper hat. Das ist toll. Ich liebe sie. Das heißt, war das hier auch reduziert auf 10 €? Nee, das war reduziert sogar nochmal auf 6,99 € und davon dann die Hälfte. Wahrscheinlich wegen der Farbe. Das hat dann also 3,50 € gekostet. Dann habe ich mitgenommen und es kann sein, dass ich den zurückbringe, weil ich hatte euch ja gezeigt, dass ich mir diese Tasche hier bestellt habe, die ich irgendwie cool finde, aber noch nicht so richtig weiß, ob ich sie wirklich so cool finde. Oder ob ich einfach meine kleine Rebecca Minkoff überall mit hinnehmen kann. Aber das ist halt so ein Ausgehtäschchen. Und das hier ist so, wenn man wandern geht, hängt man die sich halt um. Andererseits, wenn man wandern geht, hat man im Zweifel auch einen Rucksack dabei. Und einen Rucksack besitze ich nicht. Sollte ich mir wahrscheinlich wieder einen Rucksack kaufen. Ich habe nur so einen ganz kleinen. Und die hier fand ich cool. Und jetzt sehe ich gerade, dass das richtig bescheuert ist. Denn der Strap hat silberne Hardware und die Tasche goldene. Das sieht ganz schön kacke aus. Ja, also irgendwie, ich werde noch nicht so richtig warm mit dieser Taschensystematik. Und wahrscheinlich ist das ein Zeichen dafür, dass es vielleicht nicht die richtige Tasche ist. Aber ich finde die schon super. Das ist mein Handy. Huch! Das ist, wenn man das Handy, die Kamera auf dem Bett platziert. Guck mal, es ist schon ein richtiger Knochen. Trotzdem passt es hier easy rein. Und es ist wirklich praktisch. Ja, wie gesagt, ich verlinke sie euch, weil ich sie schon cool finde. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das so bin. Ja, ich überlege noch. Genau, und was habe ich noch? Wo sind die Schlüppis?
Ohrringe reduziert auf 2 Euro. Habe ich für 1 Euro. Wo sind denn jetzt die Schlüpper hin? Ich drehe durch. Bezahlt habe ich sie. Das ist hier was. Gefunden. Ich wollte gerade dezent ausrasten. Und zwar Mehrfachpacks. Die hier, finde ich, kann man ruhig zeigen. So ein Schlüpfer. Bikini würde ich ja auch zeigen. Ich ziehe es ja nicht für euch an. Also vorne ganz schlicht geschnitten. Und hinten dann mit so ein bisschen Spitze. Also die Pobacken ein bisschen betont. Und die haben gekostet im Dreierpack 12,99. Die fand ich sehr hübsch und dann habe ich die mitgenommen. Und dann noch ein bisschen was, das weniger abzeichnet. Und zwar so, ja, nicht die ganz knappen Strings, wo man fragt, ist da noch ein String drin. Aber die fand ich auch ganz hübsch. Das ist einmal, zweimal in schwarz und einmal in schwarz-weiß gestreift. Macht nichts mit falsch. Und ja, ich kaufe meine Schlüpper immer in L. M passt auch, da ist ja auch viel Elastan drin, aber ich mag es nicht, wenn es irgendwo auch nur einen Hauch von abzeichnet, abdrückt. Deswegen die, genau, das schmeiße ich gleich noch in die Waschmaschine. Also nicht gleich, weil wir haben schon 10 Uhr. Genau, das habe ich heute bei Taco mitgenommen. Die Schlüpper, die großen, also die, wo mehr dran ist, 12,99, die bei denen weniger dran ist, 9,99. Und war ein günstiger Einkauf, machen wir uns nichts vor. Alles schick. Dann habe ich mich influenzen lassen und habe mir bei, weil es steht ja bald der Urlaub an, und da werden wir viel laufen, und auch Socken musste ich tatsächlich viele aussortieren, weil die einfach durchgelatscht waren. Und da habe ich mich influenzen lassen, die hier sollen richtig gut sein. Die von Snox habe ich jetzt schon öfter gehört, dass die nicht mehr so gut sind, wie sie mal waren. Und die hier haben halt von innen diese Gummierung, damit die nicht so vom Fuß rutschen. Ich habe die bestellt in 39 bis 42, obwohl ich Schuhgröße 38 habe, weil so viele Leute geschrieben haben, dass die so klein ausfallen und das ist krass. Die sitzen gut. Also 39 bis 42, ich habe eigentlich eine 38. Die sitzen hier vorne schon gut. Also hier, so, seht ihr das? Wir öffnen ja keine Falten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie hier jemand auch eine Mutschgröße 40 reinpassen soll. Das ist echt krass. Ja, die waren auch tatsächlich, was haben die gekostet? Nochmal eben gucken. Ein Influencer, der gut vorbereitet ist, ist ein guter Influencer. Ich bin natürlich nicht gut vorbereitet, ich kann aber mal eben gucken. Die waren auf jeden Fall nicht super billig. Obwohl doch, 17 Euro. 17,99 Euro Originalpreis, und ich hatte einen 6% Code und habe dann 16,99 Euro bezahlt. Ja, ich bin mal gespannt, ob die mir auch nicht von den Füßen rutschen. 95% aller Socken rutschen von den Füßen, weil ich irgendwie komische Fersen habe. Genau, das werde ich aber noch testen, bevor ich die in die Waschmaschine schmeiße. Das dazu. Vielleicht habt ihr im Kopf schon mitgerechnet. Wie gesagt, wenn man die Kamera aufs Bett stellt, das kann auf Dauer auch nicht gut gehen. Und jetzt wird wieder einigen Leuten von euch schwindelig und wie gesagt, Socken brauchte ich jetzt, die musste ich mir jetzt kaufen. Da ging kein Weg dran vorbei. Dann habe ich eine Bestellung aufgegeben bei H&M. Und H&M hat ja einige Unterfirmen, wie zum Beispiel auch Arket oder Tochterfirmen. Ich weiß nicht, wie ich das nenne. Da habe ich ein paar Produkte bestellt und war echt enttäuscht, weil die Sachen eigentlich ziemlich teuer sind. Was ich richtig gut finde, hier ist einfach nichts in Folie eingepackt. Ist alles so normal, einfach hier mit drin. Und auch das hier mit diesem Label finde ich richtig cool. Hier ist alles direkt dabei in so einem kleinen Umschlag. Für die Art des Versandes auf jeden Fall 10 von 10 Punkten. Das finde ich richtig, richtig gut.
Ich habe mir dann aber ein paar Sachen bestellt, die ich ursprünglich richtig spannend fand. Und kann schon mal sagen, es sind 3 Hosen gewesen. Ich liebe ja inständig diese Farbe. Aber die sitzen einfach an mir gar nicht. Ich werde mir jetzt auch nicht die Mühe machen, sie nochmal anzuziehen. Die sind so minimal ausgestellt. Also Schlaghose ist übertrieben. Ich würde eher sagen, ganz gerade geschnitten. Aber dann sind sie hier oben. Das Material ist zu dick. Der Stoff ist nicht schön. Und ja, ich weiß auch nicht. Also die sollten jetzt pro Hose, glaube ich, 60 Euro kosten. Also auch nicht super billig. Das muss man schon sagen. Also 59,90. Die Hose habe ich mir in Blau und in Schwarz bestellt. Und dann habe ich noch eine Jeanshose bestellt, weil ich halt die eine Skinny Jeans, die ich habe, die ist, ich trage die langsam durch. Und durch das ständige Fahrradfahren wird die auch nicht besser. Und die ist halt auch schon ziemlich ausgeblichen. Die nimmt die Farbe beim Einfärben nicht an. Genau, hatte ich mir da auch nochmal eine bestellt und die sitzt auch gar nicht. Beziehungsweise die habe ich nicht über den Popo gekriegt, gar nicht. Die hier sitzen nicht, die rutschen, sitzen nicht super hoch, obwohl es eigentlich eine eher höher gezogene Hose ist. Aber dieses Material, wenn ich mich dann nach vorne beuge oder in die Hocke gehe, guckt trotzdem ein Stück vom Popo raus. Von daher war das leider nichts. Was ich richtig, richtig süß finde, ist dieses Shirt. Ja, ein total einfaches Basic-Top. Aber das ist so schönes, wunderbares Material. Kostet irgendwie 17, 18 Euro, also auch total fair. Und hinten hat es auch diesen etwas tieferen Rückenausschnitt. Ich werde die gleich mal anziehen für euch. Oder das gleich mal anziehen für euch. Finde ich super süß. Ich glaube, das muss ich behalten. Und ich würde vielleicht im Sommerurlaub auch verzichten, ein BH drunter zu tragen, weil es einfach auch so süß geschnitten ist. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Wie steht ihr dazu, Tops ohne BH zu tragen? Ich mache das sonst nicht gerne im Alltag, weil man ja immer die Nippel sieht. Aber ich denke mir einfach, wir haben nun mal welche. Männer machen sich auch keine Gedanken darüber, wenn die unter einem T-Shirt, wenn man das darunter sieht. Ja, aber das finde ich so, so süß. Ich werde es, wie gesagt, gleich mal anziehen und euch zeigen. Und dann hatte ich mir noch bestellt, ich weiß gar nicht, warum ich das bestellt habe, ehrlich gesagt, so ein ganz schlichtes, weißes Pulloverchen. Aber ich habe dann entschieden, auch wenn es wirklich hübsch ist, dieser Rundhalsausschnitt ist einfach nichts für mich. Ich verlinke es euch trotzdem in die Infobox, weil es wirklich ein schönes Material ist und preislich auch wirklich ein Schnäppchen für sehr, sehr schöne, hochwertige Baumwolle. Und dann habe ich mir diesen Gürtel bestellt, den ich so schön fand. Und der war in einer anderen Farbe und Größe, war er reduziert. Der hier kostet jetzt aber 40 Euro. Und das ist mir, glaube ich, dann doch für so einen Gürtel ein bisschen viel Geld. Andererseits ist es echtes Leder, ne? Kann man auch nicht meckern. Hat eine goldene Hardware, ist schon sehr wenig, aber so ein Wickelgürtel. Den werde ich gleich auch mal für euch über ein Kleid oder so kombinieren. Dann könnt ihr ja mal sagen, wie eure Meinung dazu ist. Ja, also das war nur Arket. Und wie gesagt, von Arket gehen auf jeden Fall und zu 100% diese 4 Teile zurück. Und ja, ich weiß, bestellen, dann so viel zurückschicken, müsste eigentlich bestraft werden. Ich wäre bereit, Versandkosten zurückzubezahlen. Wäre ich wirklich. Da habe ich keine Schmerzen mit. Dafür habe ich den Stress nicht im Laden. Und das Ding ist, ich wollte in der Stadt, oder ich war ja mehrfach in der Stadt in meinem Urlaub letzte Woche, und war in etlichen Läden drin. Ich habe nichts gefunden. Auch die Sachen, die ich bei Hasimausi bestellt habe, die gab es da alle nicht. Die sind alle hier in Osnabrück in dem Laden nicht verfügbar. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, warum soll ich es da nicht bestellen? Ist doch irgendwie Humbug. Genau, also von Arket interessieren mich auf jeden Fall diese beiden Teile, die ich anprobieren werde und oder euch gleich zeigen werde. Ich habe sie ja ehrlich gesagt schon anprobiert. Und dann habe ich bei H&M eine wirklich große Bestellung, viele Teile bestellt. Ui. Von denen ich auch viele wirklich süß finde. Und ich würde sagen, ich probiere die Sachen, die mir gefallen, wirklich jetzt einfach mal an und zeige euch das. Weil sie jetzt auszupacken, euch zu zeigen und dann wieder
ich muss die Sachen ja auch in die richtigen Beutel zurückpacken, wenn ich sie nicht behalten möchte. Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Das mache ich mal eben. Ja, wie gesagt, es ist schon spät. Na, ich mache mich jetzt nicht extra nochmal zurecht. Ich hoffe, das ist okay. So, die Hose, das ist die Zara-Hose, die ich mir in 3 Farben gekauft habe, weil ich sie so schön finde. Und ja, ich zeige euch mal dieses wunderschöne Top. Ich finde sie wirklich sehr süß. Ist natürlich alles Geschmackssache, das ist klar. Und ja, das ist es. Aber wie ihr seht, Nippelalarm. Ja, also das ist das wunderschöne Top. Ich liebe, wie es von hinten aussieht. Ich hoffe, dass ich das mal irgendwie so einfangen kann. Finde ich super süß. Vielleicht kann man auch so ein T-Shirt-BH drunter ziehen, aber das sieht man dann hier alles. Und ich, irgendwie finde ich das auch ganz schön, dass man es nicht sieht. Und kennt ihr eigentlich diese Nippelcover? Könnt ihr da was empfehlen? Ich stelle mir das halt auch irgendwie so komisch vor, wenn da was auf der Brust klebt. Ja, vielleicht habt ihr da Erfahrungen, findet da irgendwas Schönes. Das hier ist der Gürtel. Der ist jetzt nicht formfitting, so ist er auch nicht gedacht. Er ist tatsächlich dafür gedacht, ihn locker über so ein Hemdblusenkleid zu tragen oder auch im Winter über so ein weites Strickkleid. Und ich finde den schon hübsch. 40 Euro ist wie gesagt jetzt nicht ganz billig und ich träume ja noch von einem Designergürtel, den werde ich mir aber nie leisten können oder kaufen können, wenn ich mir immer so viel billigen Scheiß kaufe. Aber dieses Top ist wirklich toll. Eine richtig schöne Qualität und wirklich, wirklich toll. Also wirklich sehr, sehr süß gemacht. Und ich liebe den Rücken, aber habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Ich finde das wirklich süß. Eure Meinung? So, das nächste ist dieses Ruffle-Kleidchen. Da hätte ich jetzt direkt wieder diesen Wickelgürtel drum machen können. Weil so kann ich das nicht tragen. Ich sehe wirklich aus wie eine, ja, also es sieht unmöglich aus. Aber mit einem Taillengürtel, wartet. Das muss jetzt nicht zwangsläufig dieser sein, den hatte ich jetzt nur gerade, so einen schönen schmalen Gürtel. Und dann dazu schwarze oder weiße Schläppchen, je nachdem, was man vorhat. Die finde ich sehr süß. Aber ich glaube, mir gefällt das nicht, dass diese Nähte... Also es ist nicht eng an den Brüsten, aber die Nähte gehen irgendwie komisch. Trotzdem finde ich es irgendwie ganz süß. Also es ist, glaube ich, nicht so mein Geschmack. Ich werde es euch trotzdem mal in die Infobox verlinken, aber vielleicht ist es ja was für euch. Ich denke, das ist mehr was für Mädels mit kleinerem Busen. Aber gefallen tut es mir auch. Sag ich, wie es ist. Gefallen tut es mir auch. Und es hat eine schöne Länge. Ich mag das ja, wenn Kleider so diese Länge haben, dass man halt, dass es an der Ecke endet, wo das Bein noch schlank ist. Sagen wir, wie es ist. Genau. Ich liebe, wie sich dieses Kleid anfühlt. Das wieder mit Leinen, wirklich, wirklich schön. Ich müsste mir hier einen Abnäher reinmachen. Das muss ich aber ganz oft bei Kleidern machen. Das ist auch kein Akt, es ist wirklich nur... ein Abnäher. Ja, es ist einfach ein Traum. Ich glaube, ich hätte es nur noch mal kleiner nehmen sollen, weil es hier tatsächlich zu weit ist und hier auch so. Aber es geht. Es geht. Man kann das ja alles so ein bisschen schnüren. Es ist wirklich, wirklich schön. Wirklich schön. Ja. Gucken, ob man das so besser sehen kann tatsächlich. Ein wahnsinnig schönes Kleid. Und ja, wie gesagt, ich verlinke euch alles in die Infobox. Ich konnte es mir jetzt selbst hier hinten nicht binden, das ging leider nicht. Da brauche ich dann immer Hilfe, aber ja, wenn das größte Problem ist bei diesem Schmuckstück. Wahnsinn. Auch dieses florale Muster. Es ist tatsächlich ein bisschen schwereres, dickeres Material, aber und stellt euch das vor mit offener Walle-Walle-Mähne. Wahnsinnig schön. Ich finde auch die Farben richtig, richtig toll. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also wirklich ein tolles Kleid. Es ist definitiv lang. Ich bin 1,71 groß, für die, die es interessiert. Wirklich schön. Und irgendwie bin ich scharf auf ein paar Schläppchen in diesem Aprikoton. Toll, 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 toll. Wollen wir bitte mal festhalten, wie unglaublich schön. Und ja, die Nägel müssen gemacht werden. Ist mir alles bewusst. Hier geht es jetzt um die Schüchen. Wie unglaublich gut diese Schläppchen zu diesem wunderschönen Kleid passen. Ach,
Schon alleine deshalb, ne? Und die sind auch so, so, so süß. So süß. Ja. Was mit mir los ist, wollt ihr wissen? Was ist das nochmal davon, dass ich kaputt gehe? Es ist so heiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber ich habe irgendwie Bock auf Farbe. Trotzdem, nein. Einmal, das sitzt wirklich gar nicht. Null. Null gar nicht. Und dieser Rock, ja, die Idee ist gut, die Ausführung. Hier fehlt irgendwie noch eine Lage oder eine Naht. Das sieht irgendwie, ist nicht so. Aber jetzt, wo ich mir so angucke, so übel ist er auch nicht. Wie groß ist denn das Top? Das ist ein großes M. Ein großes M ist zu groß. Also da könnt ihr schon mal downsizen. Ich trage oben rum eine 38, unten rum eine 40. Und ja, ganz süß. Aber ich glaube, das bin ich nicht. Es kommt gleich noch so ein Schocker, ne? Ich sag's nur. Aber irgendwie ist schon cool. Also das Top jetzt in der richtigen Größe. Irgendwie. Ich bin halt nicht so die Pinke, ne? Aber schon cool. Ich möchte natürlich ein Sternchen ins Hausaufgabenheft dafür, dass ich euch hier nicht nur mein sommerliches und mein Neon und mein Wohlfühl und mein Sommerschwarz zeige, sondern wirklich Farbe dabei ist. Nochmal pink. Das finde ich auch schön. Und was ich auch so toll finde, ich habe nur schöne Materialien ausgewählt, ne? Viskose, Baumwolle und Leinen. Ich glaube, ich kann mich nicht glauben, nicht, dass ich noch was aus Polyester dabei habe. Ich kann mich nicht erinnern. Das finde ich auch irgendwie sehr schön. Aber das ist sehr bügelanfällig. Aber man kann sich das in der Taille enger machen. Dadurch sieht es auch ganz hübsch aus. Mein Knie ist immer noch verletzt. Es dauert irgendwie alles ewig bei mir immer, bis es heilt. Das finde ich traumhaft schön. Und ich finde, dieses Pink schmeichelt auch ein bisschen dem Teint. Ob ich doch ein pinkes Kleid behalte? Also das finde ich wirklich schön. Und ich mag auch diesen Ausschnitt. Er ist da, aber er ist nicht zu tief. Wisst ihr, was ich meine? Er ist nicht so Brüste auf Toast. Mega schön. Warte mal, ich habe noch so ein paar Schuhe und ein Täschchen bestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das toll zusammenpasst. Genau, wie ich es mir dachte. Die sind so, so, so hübsch und erinnern mich sehr stark an die Bottega Veneta's. Super, super schöne Schuhe mit einem kleinen Absatz. Und dieses Täschchen, die sind natürlich aus Kunstleder. Diese Tasche hingegen ist aus echtem Leder und die fand ich auch so, so, so schön. Ich weiß, dass da einige von euch Wert drauf legen, dass das kein Kunstleder ist. Die ist ganz leicht, super, super schön gearbeitet. Hat ein Silberkettchen dran, aber das kann man natürlich auch in Gold tragen oder sich einen anderen Shoulderstrap dran machen oder sie einfach so tragen. Ist einfach so hübsch. Und ich finde auch nicht, dass sie zu klein ist. Also hier passt definitiv meine Geldbörse und meine Sonnenbrille und mein Handy rein. Und oh mein Gott, diese Schuhe, die finde ich so hübsch. Ja. Und das Kleid auch. Wahnsinn. Also das ist so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. Also das gefällt mir schon ausgesprochen gut. Was sagt ihr? Im Urlaub oder in der Freizeit beim Schatz im Garten kann man das schon machen. Es ist auf jeden Fall luftig. Man braucht keinen BH. Das ist schon ganz süß. Guck mal, was von hinten aussieht. Im Prinzip wie von vorne. Also es ist nicht viel Stoff. Und oh mein Gott, ich öle so. Mir ist so warm. Ich habe hier in meinem Schlafzimmer, glaube ich, 30 Grad, 28 Grad und dann nur noch das Ringlicht aufgestellt, weil es so dunkel ist. Nicht Ringlicht, das die Softbox. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Teile ihr behalten würdet. Ihr könnt mir auch sagen, wenn ihr alles doof findet. Ja. Ich muss mal ein bisschen überlegen. Aber ja, es sind auf jeden Fall ein, zwei echte Highlights dabei.